Hallo, ich bin der Simon. Ich komme aus Westmittelfranken, genauer gesagt aus Ossetrüdingen. Das ist in der Nähe des Fränkischen Seenlands. Ich habe eine Frau, zwei Kinder, ein kleines Einfamilienhaus und fahre halt in meiner Freizeit gerne Rad, vor allem Mountainbike, weil ich finde, das ist das ideale Gerät, mit dem man die Natur erkunden kann. Der ganze Körper ist in Beanspruchung und ist doch ein bisschen, sagen wir mal, der Schritt zur Unabhängigkeit. Man kann sich draufsetzen und einfach irgendwo hinfahren, wo man gerade lustig ist. Zum Mountainbiken bin ich gekommen. Das war nach einem Motocross-Unfall 2007. Da hatte ich mir, sieht man auch hier noch, das Knie ziemlich beschädigt. Dann hat mir mein Orthopäde empfohlen, okay, ich soll doch zur Regeneration jetzt mal aufs Fahrrad steigen. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, da bleibe ich jetzt auch dabei. Seit 2007 eigentlich fahre ich mindestens ein- oder zweimal in der Woche, also in den schlimmsten Fällen nur einmal in der Woche. Und es ist für mich einfach der beste Sport. Also das, wie gesagt, das schont die Gelenke, es macht einfach Spaß, man ist draußen, man sieht so viel. Und sagen wir mal, das, was ich am Motocross-Fahren auch gerne hatte, das ist, sagen wir mal, die Quälerei, das war da gerade in den letzten Runden des Rennens immer, das gibt es beim Mountainbiken genauso. Man hat genauso das Adrenalin, wenn man eine Bergabfahrt hat. Es ist auch Technik dabei, was mich jetzt als Ingenieur auch fasziniert, die Fahrradtechnik. Und es ist auch eine coole Community einfach. Ich denke, jeder hätte wahrscheinlich die Chance verdient, der Bewerber. Ich denke, ich bin auch nicht besser oder schlechter als die anderen Bewerber. Ich bin auch ein ganz normaler Bike-Leser und Mountainbike-Fan wie die anderen auch. Aber vielleicht ist es genau das. Also, ich bin einfach wahrscheinlich Durchschnitt, außer dass ich halt MTB besessen bin, aber das sind andere auch. Was mir halt besonders an dieser Crocodile Trophy gefällt, das ist für mich genau die richtige Mischung zwischen Abenteuer und trotzdem Sport. Ich mag auch die Quälerei. Also ich mag auch, wenn die Sonne runterbrennt und ich habe noch viele Kilometer vor mir, dann beiße ich mich auch einfach gern durch. Und ich denke, dass ich auch ganz gut berichten kann. Es gibt ja viele da draußen, für die tut es mir auch alle leid, die jetzt vielleicht nicht so weit gekommen sind. Aber sagen wir, was ich zurückgeben kann, ist zumindest, dass ich detailliert darüber berichte und da auch nichts schönreden muss. Ich bin also auch kein Superstar, ist ja klar. Und wenn man einen Superstar anschauen will, gibt es genügend. Ich bin einfach ein ganz normaler Leser und mir wird es da dann genauso ergehen, wie es anderen Leser ergehen würde, wenn das fahren würden.